So, liebe Kryptoinvestoren, liebe Leute, liebe Community, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich meine, die Frage ist ja, befindet sich Bitcoin gerade auf dem absteigenden Ast? Werden wir wieder steigen? Werden wir sinken? Ist der Boden bereits getroffen? Und ja, lass mich mal ganz kurz deine Augen öffnen. Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Aber das hier ist die größte Manipulation. Du wirst hier nach und nach ausgetrickst, ohne es zu merken. Und das ist jetzt kein Hirngespinst. Ich werde es dir auf Grundlage von On-Chain-Daten beweisen. Das wird ein wichtiges Thema sein. Das wird ein wichtiges Thema sein. Spätestens hier in dieser Grafik musst du es eigentlich schon gecheckt haben. Aber wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Wir schauen auf die Geldverteilung. Wir werden auf den Short-Term Holder Realized Preis nochmal zu sprechen kommen. Wir werden nochmal auf die On-Chain-Daten zu sprechen kommen. Und wir werden auf das zu sprechen kommen, was noch passieren wird. Und wir werden nochmal auf einen Ausblick hinüber zu sprechen kommen. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt mit dem Video. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hinterlass gerne ein Like. Das hier ist sehr, sehr wichtig. Tu es. Das fördert und supportet ungemein diese Arbeit. Wenn du nicht abonniert bist, abonnier gerne rein. Und aktiviere auch die Glocke, denn ich gehe immer zweimal die Woche live. Ja? Und ganz unterschiedlich zu random Zeiten, wenn du die Glocke aktivierst, dann wirst du immer auch soweit feststellen, wenn ich live gegangen bin. Wir waren jetzt gestern live bis spät in die Nacht. Mega, mega Event gewesen. Wir haben viele Fragen beantwortet. Wir haben den Altcoin-Markt analysiert und wir haben generell auch viel Privates auch nochmal gesprochen auf die einzelnen Erwartungen und so weiter. Es war auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Livestream. So, lass uns erstmal auf Bitcoin zu sprechen kommen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, was uns hier interessiert. Also, was haben wir hier? Wir haben einmal eine Unterstützung, zwei Unterstützungen, drei, vier und fünf. So, wir dürfen nicht vergessen, das hier ist unsere Unterstützung. Die Unterstützung liegt mindestens bei 59 bis 58. Aus Sicht der technischen Analyse ist das unser Bereich, wo wir eigentlich nicht drunter fallen sollten, weil dort haben wir eine starke Unterstützung immer wieder gesehen. Das bedeutet ergo, wir befinden uns am Boden. Wir haben aber auch eine valide Kaufzone. Das ist der Bereich, wo wir einkaufen, wo die Long-Positionen gesetzt werden. Die Long-Position Richtung 70.000. Das ist unsere kurzfristige Zielzone. Zwischen diesen beiden Bereichen wird Bitcoin sich hin und her handeln. Aber es gibt wiederum jetzt die eine Seite, die technische Analyse sagt ja, wir sind in der Kaufzone. Die technische Analyse sagt ja, wir haben ein kurzfristiges Preisziel. Aber wisst ihr, wer eigentlich Bitcoin dominiert? Und Bitcoin ist jetzt nicht von irgendwelchen institutionellen oder sonst was abhängig, sondern das machen die Whales. Und die Whales tricksen euch nach und nach und nach aus. Ihr merkt es einfach nicht. Ja? Lass uns mal hier kurz in die On-Chain-Daten erstmal eintauchen. Erstens ist wichtig, wer jetzt sagt, dass die einzelnen Kryptowährungen durch die institutionellen, durch die ETFs beeinflusst werden, der redet Bullshit. Denn schaut euch das mal an. Das ist der Einfluss der eher institutionellen. Natürlich muss ich jetzt fairerweise auch sagen, wenn ein BlackRock sagt, hey, wir werden Bitcoins kaufen oder wir zahlen unsere Mitarbeiter in Bitcoins aus, hat das einen Impact auf Krypto. Ganz klar. Nicht aber auf Grundlage des Volumens, sondern auf Grundlage dessen, dass viele in FOMO ausbrechen und dann die Preise sich erhöhen, weil einfach die Leute, ja, sie lieben es. Ja, die Leute lieben Narrative, sie lieben es, etwas hinterher zu jagen und sie lieben immer Gründe zu bekommen, wo sie noch mehr Bitcoins kaufen können. Das ist eigentlich im Grunde immer das, was wir darunter verstehen, wenn Institutionelle über Krypto sprechen. Aber der Einfluss auf Grundlage der On-Chain-Daten ist ein Fliegenschiss, ja. Jemand, der mehr Einfluss hat, sind zwei Kreise. Mehr Impact auf Bitcoin haben als die institutionellen, sondern die Whales, also die ganz, ganz großen, dicken Fische und du und ich, die Holder. Die haben den meisten Impact, wenn wir auf Krypto schauen, nachweislich. Hier könnt ihr nochmal Bitcoin, Demand, Inflow, Estimated und ihr seht, welche Werte hier soweit als Grundlage genommen werden. Und dann sehen wir hier, dass so eine Grafik dabei rauskommt. Und alles nachweislich auf Grundlage der On-Chain-Daten. Okay.
Okay, ich mach mal ganz kurz so. Ich meine, das reicht uns ja noch nicht aus. Wir müssen wirklich diesen Betrug dahinter erstmal aufdecken. So, schaut euch das mal an. Wir gehen jetzt gerade auf Grundlage des Bitcoin Bull Bear Market Cycle Indicators in einen Bärenmarkt hinüber. Aber ist das wirklich ein Bärenmarkt? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Und ich würde mal sagen, wir schauen noch tiefer rein. Der SOPR. Es analysiert die Transaktion von Personen, die Bitcoin länger als 155 Tage hodeln. Wenn der Wert über 1 steht, deutet es darauf hin, dass Bitcoin mit Gewinn verkauft wurde, während ein Wert unter 1 darauf hindeutet, dass der Verkauf mit Verlusten getätigt worden ist. Und jetzt kommt's. Sollte der Bitcoin-Preis weiter sinken, könnten sich selbst Long-Term-Holder in Panikverkäufe verwickeln. So, darum geht es jetzt hier. Die Panikverkäufe, die Tricks der Tricks ist ja, nehme einen Baum und auf diesem Baum sind Long-Time-Holder, sind Short-Time-Holder und so weiter. Und die Long-Time-Holder sind natürlich die, die länger dabei sind, haben den besseren und dickeren Ast. Und nimm diesen Baum, schüttel den so lange, bis die kleinen Fische runterfallen und hoffe auch, umso doller du schüttelst, dass auch die ein oder anderen Long-Time-Holder fallen, damit du durch diese Panikverkäufe profitierst. Ich meine, gut, es ist ja nur eine Aussage, die ich treffe. Schauen wir noch tiefer rein. So, hier muss jetzt für dich klar sein, dass der ganze Markt manipuliert ist. Was ist das hier eigentlich für ein Wert? Das hier ist ein Wert, der aufzeigt, wie viele Bitcoin auf Long-Term Permanent Holder-Adressen verschickt werden, also Adressen, die dafür bekannt sind, lange Zeit Bitcoin zu hodeln. Wir haben gerade Leute, sehe ich hier falsch oder was ist hier los? Ich meine, der Markt ist ja negativ. Wie kommt es aber, dass wir gerade ein All-Time-High bei diesen permanenten Adressen haben? Also, was bedeutet das jetzt eigentlich? Permanente Holder, Demand Change. Insgesamt 343.000 Bitcoins sind gestern auf Wallet-Adressen hingeschickt worden, die dafür bekannt sind, die permanent die zu hodeln. Und das ist an dieser Stelle so ein bisschen komisch. Komisch, ja, weil der Markt, ich meine, hey, Moment mal, wir sind in einem Super-GAU eigentlich, ja. Eigentlich sollten wir Angst haben. Der Fear and Greed Index, lass uns das mal ganz kurz mal anschauen. Der ist ja auch gerade in Panik. Ja, 29. Gestern waren wir bei 34 abnehmend. Ja, seit einem Monat abnehmend ist der Markt aktuell auch in Angst. Trotzdem im Hintergrund, wenn wir ein bisschen tiefer reinschauen, sehen wir ja, dass einfach gestern ein All-Time-High geknackt wurde, wenn es um die Bitcoins geht. Okay, was sagt uns das eigentlich? Das sagt uns, dass der Markt betrügerisch ist, dass der Markt manipulativ ist. Also, nochmal, wenn Bitcoin einen hohen Preis hat, dann ist es für die Whales verdammt nochmal schwierig, genug Bitcoins zu hodeln. Das Ziel der Whales ist eigentlich, so viele Bitcoins wie möglich zu bekommen, so doll am Baum zu schütteln, dass der letzte auch runterfällt. Und durch diese Panikverkäufe, die wir ja angesprochen haben, dass diese Bitcoins auf die Konten der Whales landen. Und wenn die Bitcoins auf die Konten der Whales landen, dann sind das diese permanenten Holder-Adressen, worauf sie verschickt werden. Das ist nur eine Theorie, Leute. Ne? Also ich kann ja auch Bullshit erzählen, aber wie gesagt, ich stütze mich ja sehr, sehr gerne auf Daten. Das sind On-Chain-Daten, ihr könnt die alle selber nachverfolgen. Es ist ja so, dass ich hier keinen Schund erzähle. Aber gut, nochmal tiefer rein. Es hört ja nicht auf. Ich meine, das ist ja nur eine Sache. Ja? Ich meine, wenn jemand so doll am Baum schüttelt, muss doch die Person einen Grund haben, am Baum zu schütteln. Und zwar der Grund ist ganz einfach. Und zwar, wir haben immer noch sehr, sehr viel frisches Geld hier auf den Markt alleine. Wenn wir mal auf den gestrigen Tag schauen, schaut euch das mal an. Wo wird das meiste Volumen generiert? Das hier sind, by the way, die Zahlen, die ihr jetzt links seht, sind die Zahlen, das Alter der Wallets, wie frisch diese Wallets erstellt worden sind und wie viel Volumen aus diesen frisch erstellten Wallets getätigt worden sind, sehen wir ja doch eine Sache. Und zwar, dass das Volumen dominiert von den Leuten, die mindestens zwischen einem Tag und einem Monat auf den Markt sind, damit ergo auch ja, Dump Money drin ist in diesem Kryptomarkt. Und wenn Dump Money drin ist, können wir immer sagen, dass sie nicht so erfahren sind. Das bedeutet, dass wir ja, mit unerfahrenen Leuten zu tun haben. Also habe ich jetzt als Whale
Ein Grund dafür, weil ich sehe, hey, Moment mal, da ist noch so viel frisches Geld drin, da ist noch so viel ahnungslose Investoren, ich rüttel so doll am Baum, dass ich dann sowas erzeuge, hier sowas, hier das hier erzeuge, dass die ganzen Bitcoins verkauft werden in Panik und dann werden die Bitcoins direkt abverkauft auf Börsen und danach gehen diese Wallet direkt auf die permanenten Holder-Adressen. So läuft das Spiel. Aber gut, ich meine, Leute, ne, wenn es denn nun das wäre, wäre das ja super einfach. Noch tiefer eintauchen. So, ich meine, spätestens hier muss jetzt jeder, ja, also mindestens 50% jetzt mindestens sagen, so, okay, eigentlich hat er ja recht, der Typ, der jetzt hier diesen Kryptosphäre-Kanal hier betreibt. By the way, abonniert gerne diesen Kanal, supportet mich ungemein. Aber gut, Short-Term-Holder-Realized-Preis. So, es gibt zwei Arten von Investoren. Die Investoren, die lang genug dabei sind, die den dickeren Ast haben und die, die kurzzeitig dabei haben, sie haben einen dünneren Ast. Sie fallen eher runter, wenn man doll am Baum schüttelt. Und ja, die aktuellen Short-Term-Holder bzw. Short-Term-Realized-Preis sind gerade im Minus. Das sehen wir hier. Das heißt, auch die Whales haben noch mehr Gründe, um doll am Baum zu schütteln, damit auch die letzten Kurzzeit-Trader runterfallen. Aber wenn mal ein Long-Term-Holder von diesem Baum runterfällt, dann ist es besonders lukrativ, weil der Bitcoin-Preis dann besonders crasht. Aber es ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass genau die Long-Term-Holder auffallen, weil sie sind mehr als im Profit. Das heißt, dass ein Long-Term-Holder bei solchen Marktbewegungen nichts zu befürchten hat, weil ja die Person immer noch im Profit ist. Und darum geht es. Nochmal, es geht um Panikverkäufe. Die Panikverkäufe werden gezielt, ja, so in den Markt initiiert, damit ihr alle verkauft, damit die, die einen kleineren Ast haben, auch an dieser Stelle, ja, von diesem Baum runterfallen und ihre Bitcoins verkaufen. Nicht anders. Und ich meine eigentlich, Leute, wir müssen ja noch mal ein bisschen tiefer rein. Eigentlich hat der Markt überhaupt keinen Grund, um negativ sich zu verhalten, weil wir aktuell, wenn wir auf die Exchange-Reserven schauen, ein All-Time-Low haben. Wisst ihr, was das hier bedeutet? Das ist eigentlich mein Lieblingsindikator. Denn dieser Lieblingsindikator sagt eigentlich im Grunde aus, dass die Nachfrage, wenn die Nachfrage mal steigen sollte, dass die Börsen irgendwann mal die Nachfrage nicht mehr decken können. Das heißt, die ersten Börsen werden dann damit melden und werden sagen, hey Leute, wisst ihr was, wir haben keine Bitcoins mehr. Deswegen können wir diese Nachfrage nicht mehr bedienen, weil einfach keine Bitcoins da sind. Und alleine dieser Indikator, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der totale Schock ausbricht, bis die ersten, müssen nicht die großen Börsen sein. Der Markt ist so banal genug, dass zwei, drei kleinere Börsen nur melden müssen, dass die ersten Nachfragen nicht bedient werden können auf Bitcoin. Dann wird dieser ganze Markt ja in einem FOMO-Rausch, wie ein Hai, der gerade Blut geschmeckt hat, einfach in so eine Trance hinübergehen und all das Geld, was er hat, auch in Krypto investieren. Aber wisst ihr, was ich sehe, wenn ich so tief in den Markt reinblicke? Ich sehe, wenn wir auf die Stablecoin-Marktkapitalisierung gehen, dass 118 Milliarden Dollar nur in Stablecoins abgelegt sind. Das heißt, dass die Marktkapitalisierung der Stablecoins wird immer höher, immer größer, aber der Preis von Krypto steigt nicht, der Preis von Bitcoin steigt nicht, der Altcoin-Markt sinkt auch. Hier, das hier ist ein Wert. Wo ist das? Was ist das nochmal? Total 3? Nee, also das hier. Der USDC, USDT, DAI, Marktkapitalisierung geteilt durch den Total 3, also dem Altcoin-Markt, sehen wir, dass die Marktkapitalisierung der Stablecoins viel schneller steigt als die Marktkapitalisierung der Altcoins. Also, heißt, die Liquidität ist im Markt. Die Liquidität steht bereit. Der Markt nutzt diese Liquidität noch nicht. Ja, nur eine Frage der Zeit. Wir haben auf der anderen Seite, schaut her, die Geldmenge aktuell abnehmend. Aber wenn wir das Ganze aus einem etwas höheren Dimension, Zeithorizont betrachten, dann ist das schon eine wunderbare Entwicklung, die die Geldmenge auch hingelegt hat. M2 ist eines der wichtigsten Indikatoren, wenn wir auf die Liquidität global blicken. Und auch für Krypto überaus gut und nachhaltig und positiv. Umso stärker dieser Wert steigt, umso besser ist es.
Aber gut, es ist nur eine Theorie, wenn die Geldmenge steigt, dass auch Bitcoin steigt. Aber in der Vergangenheit häufig war die Korrelation identisch. Dazu gibt es nämlich auch Auswertungen darüber. Ich habe jetzt die einzelnen Charts nicht vorliegen, aber definitiv gibt es Auswertungen darüber, dass der Bitcoin-Preis mit der Geldmenge zusammen korreliert. Und so, Leute, spätestens hier müsst ihr jetzt ja gecheckt haben, dass dieser Markt so manipulativ ist. Um die Frage jetzt zu klären, haben wir den Boden erreicht? Ja, natürlich haben wir den Boden erreicht. Wir haben den Boden schon längst erreicht. Ja, diese Bewegung, die wir jetzt sehen, entsprechen nicht der Natur der makroökonomischen Daten, die wir gerade bekommen. Ich meine, wir haben die Präsidentschaftswahl. Wir sind fast wie viele Tage nach dem Halving. Wir befinden uns in einem Zyklus, der ist tatsächlich in diesem Zyklus, wo wir uns befinden, ist der beste Zyklus, den wir überhaupt hatten in den letzten Jahrzehnten, wenn wir mal zurückblicken auf die letzten Halvings. Ist das jetzt der beste Zyklus gewesen? Wir haben mehr Geld, wir haben mehr Integration, mehr Adaption, wir haben viel mehr Punkte, die eigentlich einen Bullenmarkt rechtfertigen würde. Trotzdem ist der Markt negativ, natürlich, weil die Whales ihre Spielchen mit euch spielen. Also nochmal, wenn jemand doll an den Baum schüttelt und der Preis dadurch fällt, dann ist es meistens immer irgendein strategisch gezielter Angriff, um die letzten Bitcoins, die irgendwie dann doch günstig gekauft worden sind, auch auf die Whales hinüberzutragen, weil es wird für die natürlich umso schwieriger. Stell dich mal vor, der Kurs von Bitcoin wäre bei 160.000. Hätte ein Whale ja nicht mehr so viele Bitcoins, wie er jetzt bekommen würde. Ja, versteht ihr? Und wenn es nach den Whales gehen würde, wäre der Bitcoin-Preis auch nicht bei 60.000. sondern viel, viel niedriger. So, ich zeige euch noch was, was auch sehr, sehr interessant ist. Könnt ihr euch erinnern, wo dieser Armageddon von Krypto entstanden ist? Tatsächlich hier, das war der August, der 5. August. Das war ja der Tag, der rote Montag, wo alles ja den Bach runtergegangen ist. Ich meine, jeder hat hier eine Extraschicht geschoben, jeder hat darüber berichtet und so weiter. Und alle waren im völligen Chaos. Das war auch ein gezielter Angriff auf Krypto gewesen. Schaut euch das mal an. Der 5. August war der schwarze Montag und Moment mal, nach dem 5. August gab es auch hier schon ein All-Time-High. Zu der Zeit war auch schon jede Menge Bitcoins wurden gelagert. Ich meine, seht euch das mal an. Seit dem 5. August und jetzt gerade sind wir in einem All-Time-High. Das heißt, diese ganzen Bitcoins, die werden genommen, die vom Baum runterfallen, und werden direkt auf Wallets weitergeschoben, die dafür bekannt sind, long time zu hodeln. Das heißt, die Dominanz der Whales, das Ziel der Whales ist, eine höhere Dominanz zu haben. Und das kriegen sie nur, indem sie solche Angriffe fahren. Und wir wissen ja mittlerweile auch, dass die Einflüsse auf Krypto nicht durch die Institutionellen durchgeführt werden, sondern durch die Whales und die Holder. Die Holder können sich leider aber nicht koordinieren gemeinsam, sonst wären sie auch richtig stark. Aber die Whales können sich koordinieren, weil du brauchst halt wenige Whales, um überhaupt einen koordinierten Angriff durchzuführen. Bei den Holdern brauchst du halt die Masse und das ist halt immer schwierig, wenn es nicht so ein GameStop-Event geben sollte, ist es halt immer schwierig, diese ganzen Leute gemeinsam irgendwie auf die Seite zu holen, weil ja, dann hätte man auf jeden Fall auch so einen Einfluss und so könnte man auch so einen Crash koordiniert durchführen. Aber so aktuell müssen wir davon ausgehen, dass wir sehr, sehr müde werden, wenn wir diesen Markt so bewerten. So, wie sieht es eigentlich jetzt aus? Was passiert eigentlich als nächstes? Das ist ja auch nochmal interessant, das ist ja auch wichtig. Also, wir haben August. August haben wir eine Tendenz immer schlecht abgeschnitten. Macht euch auf was gefasst. September wird in der Regel, historisch gesehen, ein sehr, sehr schlechter Monat sein. Wir haben zu -6% werden wir wahrscheinlich negativ abschließen. Aber in der Tendenz war der September immer ein sehr, sehr schlechter Monat. Q4 wiederum, Oktober, November, Dezember, haben wir in der Regel immer sehr, sehr gut performt. Deswegen würde ich hier auch so ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen. Wenn ihr zum Beispiel September irgendwie ein Dollar-Cost-Average betreiben sollt, dann wartet lieber ein bisschen ab bis zu dem September. Da werden sicherlich auch nochmal koordinierte Angriffe durchgeführt werden, damit die Bitcoins ja noch weiter fallen, noch mehr vom Baum runterfallen. Ich hoffe natürlich sehr, dass das deine Augen geöffnet hat und ich hoffe sehr, dass dir dieses Video weitergeholfen hat. Ja, wir sind am Boden. Ja, der Bitcoin-Preis wird steigen. Nein, erstmal müssen die Whales aufhören, am Baum zu schütteln. Solange sie am Baum schütteln, werden wir erstmal keine neue
All-Time-High oder sonst was sehen. Die Whales wollen einfach zu viele Bitcoins saven, zu viele Bitcoins sichern, weil sie ganz genau wissen, ja, was man mit Bitcoins anstellen kann. Und sie können nicht genug davon bekommen. Deswegen wartet ab, seid geduldig, halte deine Bitcoins fest im Griff. Die einzige Waffe, den wir Investoren gegen diese Whales haben, ist unsere Strapazierfähigkeit. Das heißt, selbst wenn wir ein Super Armageddon sehen, müssen wir unsere Bitcoins so fest umklammern, dass wir sie nicht aus der Hand geben. Und erst wenn das passiert, wenn der Letzte checkt, ja, seine Bitcoins nicht zu verkaufen, erst dann werden die Whales merken, dass man hier nichts mehr holen kann, dass alle Leute, die am Baum sind oder auf dem Baum sind, dass sie nicht runterfallen. Spätestens dann werden oder muss der Preis dann wieder steigen, ja, weil sie einfach nicht mehr oder keine Angriffe mehr durchführen können. So sehe ich das. Ich meine, natürlich kannst du auch deine eigene Theorie haben. Schreib das in die Kommentare gerne rein. Wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.